Oh, hallo. Du machst hier also die ganze Zeit diesen Lärm, diesen ohrenbetäubenden Lärm. Oh, da ist noch irgendwas, was ohrenbetäubenden Lärm macht. So. Ach, du. Na. Na, bist du hübsch mit deinen aufgestellten Flügeln? Bams. Alle Kakerlaken fliegen hoch. So, jetzt höre ich nichts mehr schnickern. Das war's dann wohl mal mit denen. Was haben wir da? Grognak der Barbar. Das ist ja geil. Also was mich wundert, das ist, dass wir hier keine Pappelwuppe gefunden haben. Denn eigentlich so ein Ort wie das hier wäre eigentlich meines Erachtens prädestiniert für eine Pappelwuppe. Ja, das soll das Kinderzimmer gewesen sein. Geiles Poster für ein Kinderzimmer. Geiles Poster für ein Kinderzimmer. Warum nicht? Hier schnickert noch irgendwas herum. Ja, ich habe sicherlich schon hunderttausende Erste-Hilfe-Kästen übersehen. Auf dem Weg hierher. Oh, gleich zwei von den Viechern. Hui. Ja, ich rede wieder ein bisschen leiser, weil ich mitten in der Nacht hier am Aufnehmen bin. Ja, ist sonst auch nicht sehr viel anders, aber... Hä? Hä? Ja, bist du... Nein, bitte. Hui. Warum nicht gleich so? Also so. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gleich wieder voll sein werde. Das ist mein Standardzustand. Kann das zerstörtes Buch. Kann ich diese Red-Kakerlake vielleicht wegschmeißen? Dann kann ich nämlich die Bücher auch haben. Danke. Super. Super, wenn du das tust. Ja. Ein Bügeleisen, noch ein Gürtel und Terpentin. Also Minefield ist eine ziemliche Lootgrube, muss man sagen. Kann man sagen. Ja, aber das war's dann jetzt auch schon. Nehme ich an. Und nochmal, falls irgendjemand von euch was sieht, was ich übersehen habe. Ganz besonders solche Sachen wie Packelwuppen. Natürlich Wackelpuppen. Und ähnliches, dann bin ich sehr, sehr dankbar dafür, wenn ihr das sagt. Das gilt dann auch nicht als Cheaten oder sonst was. So, los geht's. Ja, machen wir uns auf die Beine. Und du wirst meine Arme fressen, Menschlein. Alles klar, Digga. So. Nö, also ich denke mal, Brief von Vault-Tec. Daten, Notizen. Ja, diese... Ach so. Okay, ja, da müssen wir noch mal nach Point Lookout, weil da ist ja die, da sind ja die Bankschließfächer, ne? Ja, das ist noch eine Sache, die ich übersehen habe. Ah, und hoffentlich kriege ich alles irgendwie gebacken, bis ich hier aufhöre mit dem Kram. So. Wie sieht's denn mit dem Inventar aus? Oh, nur noch drei Plätze frei. Das heißt, wir müssen wohl mal wieder handeln gehen. Und wo kann man denn hier nochmal handeln? Guck mal, wie viele Orte wir noch haben. Hier, da. Oh, Alter. Als nächstes wäre dann das Kraftwerk Mdippel. Und dann die Endlagerstätte Greener Pastures. Dann würde ich sagen, hier Sendeturm LP8 und Montgomery County Stausee. Interessant. Wir werden uns hier so lang arbeiten. Warte mal kurz, wie sieht es denn hier drüben aus? Hier drüben ist soweit alles erkundet, ja. Also tatsächlich, das nächste wäre das Kraftwerk Mdippel 13 und dann Endlagerstätte Greener Pastures. Und dann hier oben so durch. Ja, mal sehen, wie viel wir davon heute wegkriegen. Wenn ich ständig zum Handeln gezwungen werde, dann wird es wohl nicht besonders lange dauern. So, was rede ich denn hier? Paradise Falls. Ja, wir gehen jetzt mal nach Paradise Falls. Und ja, müssen wir demnächst auch mal da die große Killtour machen, weil... Warte. Die Karawane ist hier. Welche ist es denn? Wer bist du denn? Crow, lange nicht mehr gesehen.
Wo ist dein Wächterkollege? Wo? Mir gefällt auf jeden Fall, wenn du Stimmpax hast. Kann das sein? Nein, hat er nicht. Aha. Nee, er hat keine Stimmpax. Warum denn das? Was du machst, Kollege? Können Sie mir etwas reparieren? Powerrüstung, Gauss-Gewehr, den Alien-Desintegrator kannst du mir auch mal reparieren. Das Gleisgewehr, ich kann mir zwar immer wieder welche holen, aber ja, immer noch 86.000 Ocken an unserem Inventar. Ich guck nochmal, alles soweit. Ja, das Negligé repariere ich nicht. Soll ich das mal anziehen? Wenn das denn geht. Vielleicht gefällt mir ja etwas. Ich verkaufe dir mal das Abraxo-Putzmittel, weil das ist irgendwie jetzt langsam peinlich. Die Blechdosen auch mal. Bramsteak. Die Bügeleisen. Bügeleisen? Ne, brauche ich nicht. Druckkochtopf auf jeden Fall nicht verkaufen. Flashburn. Ja, ich darf ja wieder. Ah, Grognak der Barbar sollten wir gleich mal lesen. So. Ach ja, Hockeymasken. Kamera war kein Crafting-Geschichtenteil. Das habe ich inzwischen kapiert. Ja. Man lernt auch mal. So, also der hat wirklich viel Ocken. Jetzt auch durchs Reparieren. So. Die Pfeile kann ich eigentlich auch alle verkaufen wegen, weil das Pfeilgewehr, wir haben ja mitbekommen, was das für ein Fail ist, ne? Also wohl eher nicht haben will das. So. Splitterminen kann er auch mal haben. Staubsauger, nein. Stützbandage, Tasse. Schon wieder zwei Teddybären am Start. Ja, komm, das Terpentin, davon haben wir so viel. Ja. Nein, nicht die Teddybären. Okay. So, schon mal eine ganze Menge losgeworden. Ja, ja, das. Ich kann nur sagen, danke, ist auch meine Aussage dir gegenüber. Halt. Was tue ich bloß? Ja, dass ich hier die falschen Tasten drücke, mein Guter. So, ich werde ihm mal das Crafting-Material geben. Wenn möglich. Er kann nicht mehr tragen. Okay, alles klar. Kannst du jetzt? So, die nehme ich, die nehme ich, die nehme ich. Ja, ich lasse es ihm mal. Okay, das bleibt. So. Ich muss mich konzentrieren, ansonsten müssen wir hier Dinge doppelt machen und das ist ganz und gar nicht haltbar. So. Okay. Oh, was für viele Bücher hier. So. Okay, das hier noch her. Jede Menge Crafting-Zeug, ne? Nein, das bleibt. Okay, dann gebe ich ihm jetzt noch was an Crafting-Material hier bei mir auf den Rippen liegt. Und dann versuche ich dem Herrn da noch mal was zu verkaufen. Ja, Konzentration. Und wenn ich mal nicht rede, dann Musik hören, was wohl gerade läuft. Altes Thema. So, Stützbandagen, Teddybären. Und eine Zündflamme. Ich glaube, jetzt habe ich alles. Beenden. Ja, das wirst du.
Okay. Herr Crow. Ein Mantel aus Metall? Ach komm, den elektrischen Leiter, den kannst du jetzt auch mal haben. Die Pistole. Ach ja. 10mm Schuss, warum habe ich nur sowas auf Tasche? Die kannst du auch mal haben. Dat. Jetzt muss ich langsam vorsichtig sein. Cherry Bombs brauche ich zum Basteln. Warum hat die nicht Forks? Naja, egal. Okay. Ja, und ihr könnt auch in die Kommentare schreiben, wenn ihr sofort wollt, dass ab jetzt die Handels- und Sortiergeschichten gezeitraffert werden. Hab ich nichts gegen. Nee, ganz und gar nicht. Also, upsie. Also so geil bin ich nun auch nicht auf irgendwie jede Minute Material, die ich hier irgendwie rausschinden kann. Das ist nicht mein Stil. So, ich gebe ihm mal 2, dann wird das auf, Rest geht aufs Haus, falls irgendwas überflüssig ist, so. 87.000 Ocken. Warum immer auf dem rechten Weg? Ich will auf dem linken Weg bleiben. Ich bin ein Kind des Pfades der linken Hand. Für diejenigen, die wissen, was das bedeutet. Hau doch ab. Ist doch nicht mein Ding, ob du hier bist. Hier bleibt alles genauso, wie das ist, egal ob du hier bist oder nicht. Also, Paradise Falls Shopping Center. Ich bin immer kurz davor, mal so ein paar Kugeln in die Autos hier reinzujagen, aber ich weiß, dann ist wahrscheinlich hier, Polen offen, dann ist hier Randale. Gudi. Ich mag das immer so gerne hier. Einkaufswagen, Fußball spielen. Ja, ich gehe doch weiter. Mit meinem Einkaufswagen. Ja, albern. Albern der Honk. Ja, die machen hier irgendwann demnächst Armageddon. So. Na, Digga. Also momentan brauchen wir ihn hier noch. Meine Waffen müssen repariert werden. Was kann er denn? Heckenschützengewehr? Nein, auf gar keinen Fall. Okay, alles klar dann. Verscheuer. Achso. Halt. Ich möchte ihr Inventar sehen. Okay. Hast du Stimmpacks? Ja, 7 Stück. Na geil. So, elektrischer Leiter verkaufe ich ihm mal diesmal. Sicher konnte ich ihm auch die Hälfte der Muni verkaufen. Ach, Grognack der Barbar ist noch am Start. So, lauter Bücher für den Herren. Hier werden wir auch nicht allzu viel los, aber es reicht. Schrottpatronen. War es das jetzt schon? Habe ich ihm tatsächlich schon alles verkauft? Digga. Akzeptieren. Er hat tatsächlich noch Ocken. Merken. Merken für die nächste Handelsrunde. Ja, was hatte ich jetzt vor? Wo ist mein Einkaufswagen? Ich möchte noch ein bisschen Einkaufswagen-Fußball spielen. Da will ich mal Spaß haben. Nö. Alberner Honk.
Warte. Ich mag es am liebsten, den Einkaufswagen hier vor die Füße zu schießen. So, jetzt reicht's. So, der Ausgang ist da. Ja, tatsächlich, die Entblutungsrunde ist einigermaßen gut gelaufen. Jetzt habe ich natürlich immer noch Forks voller Crafting-Material. Ich bin so kurz davor hier. Na, wir gehen jetzt nochmal hoch zum Kraftwerk. Also erstmal nach Minefield. Und von dort aus zum Kraftwerk Minefield. So viel ich weiß, sind dort. Warte, ich markiere mal das Kraftwerk Mdippel auf der Karte. So viel ich weiß, mich erinnern zu können, ist dort eine reichliche Ghoul-Verseuchung angesagt. Und wahrscheinlich High-Grade-Ghouls, also unsere Freunde, die plündernden wilden Ghoule, weißt du, die mal eben uns auch noch. Es ist schon verblüffend, dass du immer deine Schnauze nicht halten kannst, wenn ich gerade den Leuten was erzähle. So. Nee, so viel ich weiß, High-Grade-Ghouls da. Und da sind wahrscheinlich auch diese plündernden wilden Ghoule, die mit ihren Innereien schmeißen und uns mal ganz schnell ins Jenseits befördern. Sowas soll vorkommen. Ich glaube, da war eine Menge Strahlung drin. Oh, alter Hund und das Rülps. Voll am Start. So. Jetzt halte ich überall Ausschau nach Minen. oh ja, ich erinnere mich dran. Oh ja, da sind leuchtende und wilde plündernde Ghoule. Ah, Entdeckung Kraftwerk Mdippel 13. Wie viele Kraftwerk Mdippels es wohl gibt? Schreibt es mal in die Kommentare. Nee, müsst ihr nicht. Forks? Ich glaube, Forks hat es mal wieder irgendwo festgehakt. Umspannwerk. Forks? You are scary. Warte. Nein. Nee, ich will jetzt nichts bauen. Ich will einfach nur plündern. Oh, eine Nuka-Cola Quantum. Wir müssen unbedingt. Ah, Diagramm-Gleisgewehr. Ihr Diagramm-Gleisgewehr wurde verbessert. Hä? Warte. Diagramm-Gleisgewehr V3. Jetzt um 20% verbessert. Na geil. Also, das heißt, das Gleisgewehr ist jetzt noch effizienter. Wir können wahrscheinlich jetzt mit Gleisgewehren plündernde wilde Ghoule und supermutanten Überlords wegklatschen. Na, wundervoll. So. Na, da ist doch leer, Mensch. Guck doch vorher hin, ehe du den Kram öffnest. Sagte er zu sich selbst und schimpfte. Na ja, wieder meine AS-400. Ja, das ist verblüffend. Du hast recht. So, was haben wir hier? Verschlossen Schwert. Ich mach mal kurz einen Speicherstand. So, Containers, Domination, das ist das, was wir machen. Einer. Constantly. Containers. Ah, ich hab's gewusst. Wundervoll. So, was haben wir hier? Ja, mach doch. Ah ja, Sperre aufheben. Ist für ein Safe in der Nähe, alles klar. Und wo ist der Safe? Wo ist der Safe? Ach, der steht da. Der sitzt hier nebenan. Okay. Button da drinnen. Okay. Okay. Ja. Ist jetzt nicht irgendwie, dass ich sagen würde, hui. Das würde ich sowieso nicht sagen.